Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für das Thema Kinderfüße, Kinderschuhe, Füße, Fußbesonderheiten, Fußbreiten und was es da nicht alles gibt, interessieren. Dieses Mal auch wieder tolles Thema. Ich würde schon fast sagen, das ist so eine Trilogie zu den letzten beiden Aufnahmen oder Videos, die wir eingestellt haben. Fügt sich also harmonisch in diese an, weil es geht nämlich nicht nur um die zu engen, zu kleinen Schuhe, sondern warum brauche ich einen Freiraum im Schuh? Wen es einfach interessiert, der bleibt dran, da würde ich mich freuen und alles andere dann später. Hallöchen alle miteinander. So, wir haben ja in den letzten Wochen verschiedene Videos eingestellt, die sich hauptsächlich um das Thema zu kleine, zu kurze, zu enge oder nicht passende Schuhe drehen. Und immer wieder fällt der Begriff Freiraum, Platz für den Fuß und so weiter und so fort. Und so manch einer wird sich doch immer denken, was meint die gute Frau damit? Ja, weil vielen Erwachsenen ist noch nicht mal klar, dass sich der Fuß sozusagen im Laufe des Tages verändert, aber natürlich auch erst recht, wenn wir uns bewegen. Und dazu habe ich sozusagen mich als Versuchskaninchen bereitgestellt, breit erklärt und habe meinen Fuß demzufolge mal in verschiedenen Positionen abgemalt. Das lassen wir dann hier mal in so einer kleinen Bilderfolge oder als kleines Video mit einfliegen, damit ihr auch seht, worauf ich jetzt eigentlich hinaus möchte. Nämlich, falls Sie es nicht kennen, bei Salamander ist es mir sehr häufig passiert, als ich dort in der Herrenschuhabteilung sozusagen Verkäuferin gewesen bin. Man bringt dem Herrn einen gewünschten Schuh, er zieht den an, bleibt natürlich sitzen und sagt, passt. Da musste man dann schon als Verkäuferin sagen, würden Sie vielleicht nicht mal noch mal ein bisschen ein paar Schritte hin und her laufen, weil die Lage des Fußes verändert sich. Nein, das sehe ich alles so, das passt, das reicht, das ist in Ordnung und so weiter und so fort, war dann immer die häufige Antwort meiner männlichen Kunden. Jetzt ist es natürlich auch, ich will nicht sagen, es ist so, aber wir wollen es einfach mal deutlich machen. Warum ist es so? Ganz einfach, weil sich der Fuß bewegt. Wir haben ein sehr gelenkiges Gebilde da unten, besteht aus vielen Bändern, Sehnen, Knorpelstückchen, Knöchelchen und natürlich alles, was das Ganze zusammengehält, viel Bindegewebe und so weiter. So, und darin habe ich jetzt mal sozusagen meinen Fuß im Sitzen abgebildet. Ich habe ihn im Stehen abgebildet und beziehungsweise auch dann, wenn nochmal Belastung drauf ist, wenn ich sozusagen in die Abrollbewegung eingehe. Was ja im Laufe des Tages, ich weiß nicht, wie viel zigtausend Mal bei einem normalen Spaziergang schon alleine passiert, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, wenn ich mein Kind in die Kita schaffe, wenn ich überhaupt aus dem Bett aufsteige und mich innerhalb der Wohnung bewege, bewege ich auch automatisch diese kleinen Wunderdinger der Natur, unsere Füße. Und deswegen sollten die natürlich auch in jeder Fußbekleidung genügend Platz haben. Das bedeutet A, dass natürlich auch nicht die Strümpfe zu eng, zu kurz, zu klein sein sollten. Achtung, liebe Mamis, Strümpfe werden nach Fußgröße gekauft und nicht nach Schuhgröße. Und trotzdem sollte man dann auch immer wieder mit bedenken, dass der schlankere Fuß einen engeren Strumpf braucht als der breitere Fuß. Aber wir wollen jetzt mal nicht abschweifen, weil es ist halt auch wirklich so, unsere Füße bewegen sich, die brauchen Platz und demzufolge sollte auch der erwachsene Fuß also mindestens 5 bis 7 mm vorne Platz haben, vor der großen Zehe. Ich möchte euch das hier nochmal eindeutig demonstrieren. Das ist der Fuß im Sitzen, der blaue ist sozusagen der im Stehen. Upsi, jetzt fällt mir das auch noch alles aus der Hand. Und ich glaube, da sieht man auch schon, zacki zacki hat sich das schon wieder mal um ein paar Millimeter verändert. Also schon alleine dadurch, dass jetzt auf einmal Körpergewicht draufkommt, wird der Fuß sozusagen durchgedrückt, wird in seiner Grundposition länger.
Jetzt kommt Bewegung in den Fuß. Und dann war das bei mir bloß jetzt mal sozusagen der Ansatz, dass ich trotzdem nur mein Gewicht verlagert habe. Da habe ich noch nicht mal abgerollt. Und ich glaube, hier sieht man schon, dass alleine 7 mm minimal der Fuß also etwas länger geworden ist. Deswegen, liebe Eltern, liebe Männer, liebe Frauen, laufen nicht umsonst, ich sage das mal ganz grob gesagt, 80% aller Menschen mit zu kleinen Schuhen herum. Das Einzige, was wahrscheinlich noch mit die Ausnahme bildet, sind sozusagen die sommerlichen Modelle. Aber im geschlossenen Schuh sage ich mindestens, wir sind bei 80-85% aller Menschen, wo die Schuhe nicht passen. Ist natürlich ein gefundenes Fressen für alle Orthopäden und Orthopädie-Fachgeschäfte, weil irgendwann sind diese Leute Kunden in den Geschäften. Und das kann man alles nur revidieren, bereinigen, indem ich sozusagen passende Schuhe kaufe. Passende Schuhe heißt also nicht so groß wie mein Fuß ist, sondern passend heißt, ich gebe dem Fuß genügend Freiraum nach vorne hin. Und das bedeutet wieder, jetzt kommt wieder die olle Schuhweite ins Spiel, dass er natürlich dann auch in der Weite, sprich auch in der Auftrittsbreite sitzen muss. Die Damen und Herren mit den besonders schlanken, dünnen, mageren Füßen kennen das Prozedere. Und die wissen auch, dass sie da besonders Acht geben müssen. Und besonders wissen das jetzt auch die Herren und Damen mit den besonders breiten Füßen, die sich sonst immer die Schuhe 2 bis 3 Nummern zu groß kaufen oder größer kaufen müssen, nur damit sie von der Breite erstmal reinkommen. Das hat aber nichts damit zu tun, ob der auch vorne dann in der Zehenbox richtig sitzt. Also der Schuh quetscht den Fuß, wenn er sowieso nicht für diesen Fuß gemacht ist. Natürlich kann man sagen, das ist so eine halbe Abwandlung, wissenschaftlich und so weiter und so fort. Aber ich sage mal, wenn man Grundkenntnisse hat und seine Füße ein bisschen beobachtet, kann man sehr schnell zu einem eindeutigen Resultat kommen, der Schuh passt oder passt nicht. Schuhformen, die natürlich sehr oder wie sagt man so, geschichtlich prädestiniert sind, dass man sie oft zu klein kauft, haben wir schon in dem Video davor mit vorgestellt und auch explizit darauf hingewiesen, auch da bitte Obacht zu geben, nach Möglichkeit im Sinne des eigenen Ermessens und Wohlbefindens, da auch dem Fuß bitte etwas Freiraum zu gönnen. Weil es gibt, manchmal hat man so den Eindruck, der Fuß wird nicht genügend gewürdigt, ganz einfach, weil er am Ende des Körpers ist. Er sozusagen die Bodenberührung, die Bodenhaftung, den Bodenkontakt mit hat und damit manchmal schon so ein bisschen als minderwertig angesehen wird, als Körperteil. Also so habe ich zumindest manchmal den Eindruck, wenn man auch sieht, wie wenig Schuhe gepflegt werden, wo ich sage, ja gut, guter Schuh sollte bitte gepflegt werden. Auch ein Kinderschuh sollte manchmal gepflegt werden. Gerne. Ja, aber das würde jetzt schon wieder zu weit abschweifen, weil ich möchte bloß euch zeigen, es gibt die Unterschiede, bitte achtet drauf und ich zeige es nochmal. Im Stehen ist das alles ganz einfach, aber bewege ich mich, braucht der Fuß wieder Platz. So, und ich denke mal, das leuchtet ein, weil bei den meisten Menschen ist die Zehe, die große Zehe garantiert, größer, dicker und breiter als mein Finger. In diesem Sinne, bleibt schön neugierig, testet es doch einfach mal aus und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt ganz einfach und wir sehen uns dann gerne beim nächsten interessanten Thema. Bis dahin!